Wenn du noch nie von Flohsamenschalen gehört hast, dann solltest du nun gut aufpassen, denn nicht umsonst ist es eines der meistverkauften Produkte bei diversen Drogeriemärkten. Normalerweise hilft es bei Verdauungsproblemen aller Art wie bei Durchfall oder Verstopfung, aber es hat auch einen ganz erstaunlichen Nebeneffekt. Solltest du nämlich schnell ein paar Pfunde loswerden wollen, so sind 2 Kilos pro Woche realistischerweise kein Problem. Und wie das geht, verrate ich dir in diesem Video. Also pass jetzt gut auf. Flohsamenschalen sind, wie ihr Name bereits sagt, die Schalen der Flohsamen. Sie werden überwiegend in Indien und Pakistan angebaut und als Heil- und Lebensmittel unter dem Namen indische Flohsamenschalen verkauft. Flohsamenschalen werden von vielen Ärzten, Apothekern und Gesundheitsforschern als wirkungsvolles Heilmittel gegen Darmerkrankungen empfohlen. In der Lebensmittelindustrie werden die Flohsamenschalen als Bindemittel für glutenfreie Backwaren wie Muffins, Brot und Pizza verwendet. Flohsamenschalen eignen sich zum Verdicken von Speisen, als Zutat im Müsli, Joghurt und wunderbar als Entschlackungsmittel für deinen Körper. Das Besondere an Flohsamenschalen ist, sie enthalten sehr, sehr viele pflanzliche Ballaststoffe, die sogenannten Schleimpolysaccharide. 100 Gramm, also das ist in etwa eine Dritteltasse, Flohsamenschalen enthalten 72 Gramm Ballaststoffe, wogegen die Haferflocken nur 5 Gramm Ballaststoffe bei der gleichen Menge liefern. Dank der zahlreichen Ballaststoffe hat ein Esslöffel Flohsamenschalen die gleiche Wirkung wie 15 Esslöffel Haferkleie. Flohsamenschalen bestehen überwiegend aus löslichen Ballaststoffen, die eine schleimbildende Funktion haben. Sie binden große Mengen Wasser an sich und vergrößern dadurch den Darminhalt, wirken ähnlich wie ein Schmiermittel im Darm und sorgen für eine geregelte Verdauung. Das Stuhlvolumen nimmt zu, der Stuhl wird weicher und die Darmentleerung wird auch erleichtert, ohne großartig pressen zu müssen. Flohsamenschalen und ihre zahlreichen Ballaststoffe sind für die Darmgesundheit essentiell. Sie verhindern Verstopfungen, Blähungen, Völlegefühl und wirken gegen Durchfall und Darmerkrankungen wie Morbus, Crohn und Reizdarmsyndrome, als auch bei Hämorrhoiden. Ballaststoffe besitzen nämlich die Fähigkeit, die Gallensäure zu binden und dessen Ausscheidung anzuregen. Dadurch wird die Produktion neuer Gallensäure angeregt und Cholesterin dafür benötigt. Das Ergebnis ist eine cholesterinsenkende Wirkung, ausgelöst durch die Ballaststoffe. Und Ballaststoffe steigern auch das Sättigungsgefühl. Sie vergrößern den Nahrungsbrei, füllen den Magen und wirken dadurch wesentlich schneller sättigend. Der Blutzucker wird nur langsam gesteigert und das Essen übermäßiger Kalorien vermieden. Das Abnehmen wird so erleichtert und Übergewicht vermieden und sogar den Diabetikern geholfen. Flohsamenschalen besitzen eine starke Wasserbindungsfähigkeit und ein enormes Quellverhalten. Im Wasser quellen die Flohsamenschalen bis auf das 50-fache ihres Volumens auf. Ganze Flohsamen können hingegen nur auf das 15-fache ihres Volumens aufquellen. Flohsamenschalen helfen außerdem, den Körper von Giftstoffen und Krankheit auslösenden Schadstoffen im Körper zu befreien. Sie verbessern deine Darmtätigkeit und sorgen so für eine gesunde und regelmäßige Verdauung. Und diese Wirkungen haben Flohsamenschalen. Erstens, sie helfen dir bei einer Blitzdiät. Flohsamenschalen helfen enorm beim Abnehmen. Die zahlreichen Ballaststoffe in ihnen sorgen während des Essens für ein ganz schnelles Sättigungsgefühl und verhindern damit das Essen zu vieler Kalorien. Die Ballaststoffe fördern außerdem die Verdauung und sorgen für eine geregelte Darmentleerung. Mit dem Stuhlgang werden Giftstoffe aus deinem Körper hinaustransportiert und dem Körper so die Möglichkeit gegeben, besser fettverbrennende und stoffwechselsteigende Nährstoffe aufzunehmen. Für eine sichtbare und schnelle Gewichtsreduktion sollten Flohsamenschalen etwa 30 Minuten vor den Hauptmahlzeiten verzehrt werden. So haben die Samen Zeit, sich im Magen zu erweitern und die Magenwand zu dehnen. Dadurch wird beim Essen ein schnelles Sättigungsgefühl erzeugt, was hilft, kleine Mahlzeiten zu essen und somit unerwünschte Pfunde zu verlieren. Außerdem entleert es schneller deinen Darm und du nimmst dank eines verbesserten Stuhlgangs noch mehr ab. Es reicht, wenn man, ganz davon abhängig wie schwer du bist, 2 bis 3 Esslöffel Flohsamenschalen im Wasser 30 Minuten lang quellen lässt und diese anschließend verzehrst. Trinke aber immer genügend Wasser damit, sodass sie in deinen Körper aufquellen können. Das verursachte totale Sättigungsgefühl lässt dich weniger essen und so purzeln auch die Kilos automatisch. Allerdings solltest du darauf achten, dass du nur die Flohsamenschalen und nicht die Flohsamenkerne zu dir nimmst. Diese gibt's aber ohnehin separat in jeder Drogerie zu kaufen. Bitte beachte auch, dass diese Blitzdiät auf Dauer nicht gesund ist. Wenn du dich nur mehr von Flohsamen ernährst, wird dein Körper definitiv Mangelerscheinungen erleiden. Diese Art von Diät hilft dir lediglich begleitend,
dein Völle- und Sättigkeitsgefühl enorm zu beschleunigen und das ist auch der Trick dabei, schnell abzunehmen. Vergiss also nicht, weiterhin auch genügend Obst und Gemüse zu essen. Zweitens, sie senken deinen Cholesterinspiegel. Die Ballaststoffe in den Flohsamenschalen beschleunigen nicht nur die Darmpassage, sie fördern zusätzlich die Produktion der Gallensäure. Während der Verdauung binden die Ballaststoffe Gallensäure an sich und sorgen dafür, dass diese vermehrt ausgeschieden wird. Mit der Ausscheidung wird die Produktion neuer Gallensäure angeregt. Die Leber, also es ist der Ort, wo deine Gallensäure produziert wird, benötigt zur Herstellung der Gallensäure Cholesterin. So wird mit der Produktion neuer Gallensäure dein Cholesterinspiegel im Blut gesenkt. Drittens, sie helfen gegen Herzkrankheiten und auch Diabetes. Während einer Studie verzehrten übergewichtige Menschen mit Bluthochdruck in einem Zeitraum von 6 Monaten täglich 12 Gramm lösliche Ballaststoffe. Das Ergebnis dieser Studie war eine signifikante Reduktion des Blutdrucks bei diesen Menschen. Die vielen Ballaststoffe in den Flohsamenschalen sind somit in der Lage, sowohl den Blutdruck als auch den Cholesterinspiegel zu senken. Das Risiko für Herzkrankheiten wird dadurch deutlich reduziert. Es wird empfohlen, ca. 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag aufzunehmen. Werden die löslichen Ballaststoffe aus den Flohsamenschalen einer kohlehydratreichen Mahlzeit hinzugefügt, gelangen so Zucker und Fette aus der Nahrung langsamer in die Blutbahn. Dadurch wird der Blutzuckerspiegel nur langsam gesteigert und somit ein hoher Blutzuckerspiegel und starke Blutzuckerschwankungen verhindert. Viertens, die Flohsamenschalen stärken dein Immunsystem. Etwa 70% deines Immunsystems befindet sich im Darm. Die hier lebenden Immunzellen kommunizieren mit den Darmbakterien und aktivieren Abwehrmechanismen gegen schädigende Erreger. Eine ballaststoffreiche Ernährung ernährt die Darmbakterien und unterstützt damit deren Funktion. Werden die Ballaststoffe im Darm abgebaut, entstehen kurzkettige Fettsäuren. Diese Fettsäuren verursachen eine saure Umgebung für die Darmbakterien und verhindern dadurch das Weiterwachsen schädigender Erreger. Mit Hilfe der Ballaststoffe kann somit eine gesunde Darmflora aufgebaut werden, die das Immunsystem stärkt. Fünftens, sie beugen Darmkrebs vor. Die Ballaststoffe in den Flohsamenschalen helfen, krebsauslösende Giftstoffe aus dem Darm zu beseitigen. Außerdem fördern sie eine geregelte Darmtätigkeit und einen regelmäßigen Stuhlgang. Einige Studien deuten wegen der wunderbaren Funktion der Ballaststoffe darauf hin, dass eine ballaststoffreiche Ernährung das Risiko von Darmkrebs signifikant senken kann. Und haben Flohsamenschalen auch Nebenwirkungen? Der Verzehr von Flohsamenschalen gilt generell als sicher. Wird die richtige Dosierung sowie die zusätzliche Wasserzufuhr missachtet, kann es zu unangenehmen Nebenwirkungen wie Blähungen und auch Verstopfungen kommen. Sind Darmerkrankungen vorhanden, sollte vor dem Verzehr von Flohsamenschalen mit dem jeweiligen Arzt Rücksprache gehalten werden. Flohsamenschalen können die Wirkung bestimmter Medikamente reduzieren und auch verzögern. Flohsamenschalen sollten nicht zur gleichen Zeit wie andere Medikamente eingenommen werden. Sie sollten entweder mindestens eine Stunde vor oder 2 bis 4 Stunden nach der Einnahme eines Medikaments verzehrt werden. Um Verstopfungen zu vermeiden, sollten 2 Teelöffel Flohsamenschalen mit mindestens 1 bis 2 Liter Wasser über den Tag verteilt verzehrt werden. Aufpassen solltest du auch, wenn du Antidepressiva einnimmst. Sollte nämlich das der Fall sein, frage lieber deinen Arzt über den Gebrauch deines Arzneimittels und deren Kombination mit Flohsamen.